Die soll kommen, ich hab hier meine Adresse. Danke, Nico, bei Gott, vielen lieben Dank für alles. Leute, Walla Billa, ich hab gesehen, Chichi im Bahnhofsviertel Frankfurt. Ich hab da ein paar Sachen im Bahnhofsviertel Frankfurt. Wie die Battle im Bahnhof? Ich schwöre auf alles im Bahnhofsviertel. Sie hat zwei Junkies gejagt. Ich schwöre. Warum? Weil ich kein Geld. Bist du aus Frankfurt, Rezwan? Abo, die Chichi bettelt am Bahnhof. Stark, Bruder. Ich war jetzt vor kurzem noch da. Nein, Bruder, sie bettelt nicht. Und ich muss dir auch eins sagen: Amal hat mit Sarah Sarita gemacht. Sarah Sarita hätte Amal auch aufgefressen. Hä? Meinst du an diese. Nein, sie hat mit den Stress gemacht, Bruder. Amal hat mit. Gülo. War das nicht mit Gülo? Ich glaube, es war mit Gülo, weil der hat danach zu mir gesagt, die will die Gülo aufessen und so, die wird die umbringen. Nein, war auch mit Sarah Sarita. Okay, das mit Sarah Sarita weiß ich nicht, aber kann auch sein. Abo, die Amal will jetzt hier reinkommen. Die ist in meinen Kommentaren. Amal, chill jetzt, bitte, bei Gott, Amal. Guck mal, ich kenne Amal auch sehr gut. Hört auf jetzt mit das, bitte. Unnötig. Aber warum Amal, was hat Amal Chichi mit dir zu tun? Amal ist dort, du bist da, ich verstehe diese Verbindung nicht. TikTok. Ah. Junge, sie hat kein Leben, sie hat nichts zu reden und dann redet sie über mich. Amal ist so, Gülle ist so, es gibt so eine Handvoll Leute, arrogante Partys, so. Die haben nichts zu reden, dann reden die über andere Leute. Wieso redest du jetzt über arrogante Chichi? Ja, Wallah, ich bin auch über... Ja, Wallah, du hast nicht. Hallo, Yassin. Ja. Guck, Taib hat ein Content. Taib erzählt von sich, von seinem Leben, von Tattoos, von da. Taib hat ein Leben, außer einem Kutschenbett. Janem. Aber wenn Leute Janem nichts zu tun haben, ganzen Tag so rumgammeln, wie der oder wie der andere, so die anderen, dann reden die ganzen Tag von anderen. Guck, ich habe euch heute mit euch eingekauft, wir kochen heute zusammen, wir machen Fisch. Ich habe einen Wimpern gemacht, habe ich einmal über jemand anderen geredet? Nein, und das ist doch sehr gut. Und deswegen musstest du auch nicht weitermachen. Weil guck mal, wir sind gerade in einem sehr heiligen Monat, das ist unnötig, jetzt in diesem Monat noch extra unnötig, diese Futter zu machen. Lack, wann kommen wir an? Welcher Yassin? Bisschen Kurdistan. Bist du im Bus, Chichi? Ja. Geh mal zum Bus und sag mal schneller, du Pitch. Bitte. Ja. Okay, mach mal. Geh mal zum Busfahrer, sag mal, fahr mal schneller, was soll das? Ich muss noch. Type, es ist Ramadan, du sagst selber und dann sagst solche Wörter, Type. Ich, ja, Hobby. Chichi, so, ich sag dem Pitch, gib mir den, ich rede mit dem, gib mir den. Mama, gib mir den Busfahrer. Oder so, das wäre noch das geiler. Ist eine Frau. Oh, am Juchnakio, gib. Latina, was meinst du? Was Leute, tippen Teil. Ich küsse deine Seele, mein Bruder. Vielen lieben Dank. Arrogante Bruder, wir müssen später was aufnehmen kurz. Du musst einmal für mich dieses Tach, ja, Hoppi sagen. Und ich muss aber gleich nach diesem Match, Bruder, Miss Ink, ich küsse deine Seele. Vielen lieben Dank. Heute Abend kommt besser. Heute Abend? Hey, Arrogante. Heute Abend mit 100% würde ich dich haben. Hast du Plus weggemacht? Dann wir sehen uns heute Abend. Ja. Arrogante, wir machen einen Song daraus. Tach. Bei Gott. Ein paar Leute haben schon versucht, einen Song damit zu machen. Aber keiner kriegt den Original Sound hin, Bruder. Wir machen das alle falsch. Wir machen das alle falsch. Bruder, jetzt. Tach. Ich küsse doch deine Seele. Scooper, Energy. Ich küsse doch dein Herz, dankeschön. Energy, Smush Limited Edition Iced Tea. Musst du probieren. Ich mach bloß weg, Bruder. Ich werde es probieren. Du kriegst dein Iced Tea her, Bruder. Latt, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Vielen lieben Dank, Bruder Herz. Der kann das schon. Woher kommst du? Aus Heidelberg, Bruder. Aber ich weiß, ich bin sehr oft in Frankfurt, Abel. Ah, Bruder. Okay, schön. Weil, wenn du nächstes Mal in Frankfurt bist, lass treffen. Können wir machen. Wir gehen essen. Auf deinen Nacken. Ich wollte sagen, gibst du aus. Ich geb aus. Kommt. Zu mir im Laden. Geh mit Reis. Hast du Laden in Frankfurt? Nein, welchen Laden hast du, Bruder? Na, du hast Frankfurt. Ich sag dir dann. Wallah, ich hab dir die Jahren geschickt. Das sagst du jedes Mal. Chichi, du musst mit einer männlichen Begleitung kommen, dann ich lade dich ein. Seit Dezember, Nico, ich mit dir ist was ganz anderes, Bruder. Mit dir gehe ich sowieso essen. Mit dir schlafe ich, esse, steh auf, Bruder. Mit dir verbringe ich mein Leben. Mit wem? Ein Bruder von mir, Bruder. Ein Bruder von mir. Das ist hier ein Chat bei mir. Smarty, Chichi, ja, wallah. Du bist Chichi ist die Beste. Arrogant mit Selbstgespräche, wie immer. Ja, hast du den wieder gestimmt? Ja, wallah. Der ist so viel Scheiße, der ist schon wieder auf Entzug. Der muss jetzt kurz Toilette und dann geht's ihm besser. Woher kriegt man deine Energy Set? Du hast immer noch einen Schrank geschrieben, mein Bruder. Oder Schwester, ich weiß nicht, wer hinter diesem Account steckt. Aber, wo kriegt man die her? Der muss wieder so einmal Nase ziehen, dann geht's ihm gut. Ja. Leute, heute. Die weiß Bescheid, die hat Erfahrung damit gesammelt.
Walla, Chichi, ich lass dich auf mein Jarach ziehen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt, Hasan? Gar nichts. Der hat gesagt, er gibt dir aus, diese eine Runde halt zum Ziehen. Ich wollte ein bisschen einfach. Der soll seinen Vater vorbeischicken. Vielleicht hat sein Vater mehr Anstand. Halt die Fresse, du Schlamm. Der soll seinen Vater vorbeischicken. Vielleicht hat sein Vater mehr Anstand. Rede nicht so, ich fick deine Mutter. Mein Vater ist tot, du Kahwe. Rede nicht über Toten, du Hurentochter. Hey Leute, hört doch auf. Es ist der Monat Ramadan, arrogante Bruderherz. Chill mal dein Leben. Es ist wenn Ramadan. Du respektlos bist, werde ich respektloser, arrogante. Deine Muschel, du Junkie. Kannst du nicht, meine Mutter steht auf Männer. Das bringt nichts, Wallah, das bringt nichts. Ey, Bruder. Beide, ey, bitte, ey, Leute. Mir ist irgendwie, sprich deine Seele, vielen Dank, Dankeschön für dieses Kompliment. Die haben immer deine Kinder, Alter. Kachwe, anstatt anschaffen zu gehen, die haben deine Kinder reingenommen, du Kachwe. Schick dein Vater TikTok, du Kachwe, geh mal deine Kinder und diesen Tafel gewonnen. Schick mir deinen Vater. Ich schick deine Toten. Schick mir deinen Vater.